Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, gibt es auf YouTube aktuell oder mehr oder weniger aktuell, weil ich jetzt schon ziemlich spät dran bin, ein Phänomen, das nennt sich Fake News. Und es geht einfach darum, wahrscheinlich kennt ihr es eh schon alle, diesen hässlichen Vogel da, von dem alle denken, es wäre irgendwie ein Monster oder sowas. Und dabei ist es einfach nur ein Vogel in einem chinesisch oder japanischem Museum von einem Künstler. Und ganz YouTube fängt an mit irgendwie sowas wie: Die Welt geht unter, weil Momo ist da und so. Die 5 Apokalypsenreiter kommen und so Zeug halt. Dabei ist das ja alles totaler Schwachsinn. Es ist schon so weit gekommen, dass sogar schon die Polizei darauf aufmerksam geworden ist. Es geht halt einfach darum, dass die Polizei getwittert hat, dass man aufpassen soll, mit irgendwelchen Nummern zu schreiben, die sich ausgeben für so ein Viech. Und man soll halt einfach aufpassen, weil da hinten dran sitzen irgendwelche Menschen, die sich damit einen Spaß erlauben. Andere Leute versuchen euch möglicherweise abzuzocken, wenn ihr diese Nummer anschreibt, oder tun euch bedrohen. Hört auf mit so Zeug. Es gibt andere Sachen im Leben, die man machen kann, außer mit seinem Handy irgendwelchen komischen Vögeln zu schreiben. Trotzdem sehr unterhaltsam, wie YouTube daraus so ein Hype draus gemacht hat, obwohl ja eigentlich nichts draus geworden ist und es schlussendlich eh nur Schwachsinn war. Ja, eigentlich wollte ich mich in diesem Video jetzt ein bisschen drüber aufregen, aber es ist schwerer als man glaubt, sich vor einem Mikrofon aufzuregen, obwohl niemand im Raum ist. Es ist schon komisch genug, in das Mikrofon zu reden, obwohl niemand da ist. Also spricht man eigentlich mit sich selbst oder halt mit dem Mikrofon, wie auch immer. Aber trotzdem ist es kein menschliches Wesen, wie zum Beispiel das Viech auch nicht. Und wie hat euch dieses Video gefallen? Mal ein bisschen anders. Könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr freuen. Außerdem könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Auf meinem Kanal geht es um gesellschaftskritische Themen und insgesamt über die Gesellschaft. Somit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal!